Rohbau. Malerarbeiten im Innern. Baunebenkosten. Wisst ihr eigentlich, wie sich die Hausbaukosten im Detail zusammensetzen? Wir zeigen es euch jetzt im Video. Vielleicht erstmal kurz vorab, habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass die Kosten für einen Hausbau gestiegen sind? Da liegt ihr mit eurem Bauchgefühl nicht ganz falsch. Ein aktuelles Gutachten aus Hamburg zeigt nämlich, dass die reinen Herstellungskosten für einen Hausbau von 2016 bis 2020 um rund 15% gestiegen sind. Und das beinhaltet so ziemlich alle Kosten außer Grundstück und Finanzierung. Damit kommt man jetzt in Hamburg auf einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.133 Euro. Größter Kostenpunkt dabei waren die Baukosten mit 2.546 Euro. Die Baunebenkosten wiederum, die machten rund 366 Euro pro Quadratmeter aus. Dazu gehören Planung, Beratung, Abnahmen, Gutachten, Gebühren und Versicherung. Und nur 47 Euro pro Quadratmeter, versteht sich, kostet die Ausstattung von Bad und Küche. Klar, wenn man weiß, was wie viel kostet, dann weiß man natürlich auch, wo man am besten sparen könnte. Ganz genau. Und das ist ja durchaus wichtig bei der Erarbeitung eurer Baufinanzierung. Denn wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr die Baukosten durch Eigenleistung um einiges senken könnt, dann macht das schon was aus. Dazu und natürlich auch zu allen anderen Fragen beraten euch die Expertinnen und Experten von Hüttich und Rompf sehr gerne. Kostenlos und unverbindlich finden die für euch die passende Baufinanzierung. Und zwar ganz egal, ob ihr baut oder kauft. So, jetzt aber mal zu den einzelnen Kostenpunkten beim Hausbau. Hier müssen wir direkt einschränken, dass wir natürlich nur ungefähre Durchschnittspreise angeben können. Das kommt ganz auf die Ausführung und auf eure Extrawünsche an. Aber einen groben Überblick können wir euch natürlich schon geben. Fangen wir doch direkt beim Keller an. Der macht nämlich 13% der gesamten Hausbaukosten aus, also schon mal ein riesengroßer Kostenfaktor. Übrigens, die Kosten für einen Keller liegen je Quadratmeter verbauter Fläche bei rund 360 Euro. Und vielleicht mal zum Vergleich entscheide ich mich gegen einen Keller, aber für eine Bodenplatte, dann liegen hier die Kosten bei nur 72 Euro pro Quadratmeter verbauter Fläche. Ist der Keller fertig, dann folgt der Rohbau. Dazu gehören Erdarbeiten, die Kanalisierung, das Errichten der Außenwände und das Errichten des Dachstuhls. Und des Weiteren der Einbau von Treppen, von Innenwänden, von Geschossdecken und natürlich der Schornstein. All das macht ungefähr 45% der Baukosten aus. Und man spricht hier von 500 bis 800 Euro pro Quadratmeter. Beim Rohbau, da entfallen übrigens ca. 60% der zu erwartenden Kosten auf die Arbeitsleistung. Und die restlichen 40%, die sind für das Material. Steht die Außenhülle, geht's jetzt an den Innenausbau. Und hierzu zählt auch die Installation der Haustechnik. Dazu gehören etwa Heizung, Sanitär und Elektronik. Ja, und neben der Installation der Haustechnik geht's weiter mit dem Einbau von Türen und Fenstern oder auch mit der Bearbeitung von Wänden und Böden. Also Fliesen und Parkett verlegen, malern und tapezieren. Ja, und hier hängen die jeweiligen Kosten natürlich stark vom Ausstattungsniveau ab. Deswegen setzt man in der Regel hier einen groben Wert zwischen 400 und 800 Euro pro Quadratmeter an. Jetzt wollt ihr euer Grundstück natürlich nicht nur bebauen, sondern auch begrünen. Sprich, ihr wollt die Außenanlagen gestalten. Vielleicht ja mit einer Terrasse, einem Carport, einer Umzäunung oder einem schön begrünten Garten. Für all das könnt ihr ungefähr 12-18% der gesamten Bausumme einplanen. Und wie anfangs schon erwähnt, gibt es auch die sogenannten Baunebenkosten. Hierzu zählen etwa die Kosten für die Bauvoranfrage oder die Baugenehmigung. Aber auch Bauleitung, erforderliche Versicherung und Erschließungskosten gehören noch zu den Baunebenkosten. Und je nachdem, in welchem Bundesland ihr wohnt, kommen noch Kosten für den sogenannten Prüfstatiker dazu. Alles in allem kann man sagen, dass die Baunebenkosten rund 15% der Gesamtkosten ausmachen. Und klar, kein Hausbau ohne Grundstück und das kostet natürlich auch. In sehr begehrten Lagen sogar richtig viel und nicht selten sogar mehr als das Haus selbst. Zusätzlich kommen auch hier Nebenkosten hinzu, die manchmal zu den Baunebenkosten dazugerechnet werden. Das sind Maklergebühren, Notar- und Grundbuchkosten und Grunderwerbsteuer. Und insgesamt sind das nochmal bis zu 15% des Grundstückkaufpreises. Ihr seht also, da kommen einige Kostenpunkte beim Hausbau zusammen. Also, es ist immer ganz gut, wenn man sich einen Puffer einbaut. Und wie groß der Puffer in eurem Fall sein sollte, das finden die Finanzierungsberaterinnen und Berater von Hüttich und Rompf gerne für euch raus, denn die kennen sich bestens damit aus. Apropos auskennen, abonniert unseren Kanal für noch mehr Expertenwissen rund um die Baufinanzierung. Und wir wünschen natürlich ganz viel Glück beim Hausbau. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss.